Jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Von Wienrode nach Virginia. Austauschschülerin dank einer PPP-Aktion des Bundestages. Exponatswechsel im Schlossmuseum. Eine besondere Heinrich-Urkunde kommt zurück nach Quedlinburg. Langlauf-Elite in der Blütenstadt. Sommerleistungskontrolle am Wochenende. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Die Spannung steigt und die Vorbereitungen im Friedensstadion sind abgeschlossen, denn am 11. August ist es soweit. Germania Halberstadt trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Union Berlin. Zusatztribünen sind errichtet, die Mannschaften hoffen auf eine tolle Stimmung und Germania natürlich auf die Unterstützung der heimischen Fans. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Friedensstadion. Tickets im Vorverkauf gibt's online auf www.vfbgermaniahalberstadt.de. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Von Wienrode nach Virginia. Austauschschülerin dank einer PPP-Aktion des Bundestages. Die Bundestagsabgeordnete Heike Bremer hat einen Termin im Blankenburger Rathaus. Sie möchte eine Austauschschülerin in die USA verabschieden. Die 17-jährige Emily Gödecke wohnt mit ihren drei Geschwistern und den Eltern in Wienrode und besucht das Gymnasium am Tee in Blankenburg. Ende Juli möchte sie auf eine amerikanische Highschool gehen. Ich habe das war Anfang der 10. Klasse, hat das meine Spanischlehrerin im Unterricht vorgestellt. Und nur ganz kurz, weil sie sich damals dort halt auch beworben hatte. Und da habe ich dann mir danach den Flyer mitgenommen und habe gedacht, das kann man mal probieren. Es war ganz knapp vor Bewerbungsschluss und dann ist die Sache ins Rollen gekommen. Musste man dafür Tests absolvieren? Ja, also es gab mehrere Etappen. Also natürlich erstmal so die allgemeine, so eine allgemeine Bewerbung, Name und so. Und danach hat man, so nach der Registrierung, hat man die richtige eigentliche Bewerbung bekommen. Das waren so etwa 7 Fragen über einen selbst und so musste man halt beantworten und dann abschicken. Und da wurden schon die ersten so aussortiert. Und wenn man dort weitergekommen ist, ging es dann nach Magdeburg. Dort waren dann alle, die dort weitergekommen sind. Dort gab es dann halt ein Gruppengespräch mit denen und noch ein Einzelgespräch. Und danach hat man wieder Bescheid bekommen, ob man halt weiter ist oder nicht. Und wenn man dort wieder weiter war, wurde man von der Abgeordneten eingeladen und hatte mit ihr ein Gespräch. Das ist aber variiert, halt man hätte auch einen Anruf bekommen können. Und dann musste man wieder warten. Und dann hat man halt entweder die Zusage bekommen oder halt nicht. Du hast die Zusage bekommen. Wo geht's hin? Und was erwartet dich dort? Also ich komme nach Virginia, nach Charlottesville. Und ich habe dort eine ganz, ganz nette Gastfamilie und auch eine Gastschwester in meinem Alter. Und ja, ich denke, es wird eine spannende Zeit. Was besuchst du dort für eine Schule und wie geht's dann, wenn du wiederkommst, hier weiter? Ich gehe dort die 10 Monate auf eine Highschool. Und wenn ich wiederkomme, also ich bin für das Jahr sozusagen jetzt von der deutschen Schule beurlaubt. Und wenn ich wiederkomme, mache ich mit der 10. Klasse, 11. Klasse und dann 12. halt weiter. Was sagen die Eltern dazu? Ja, es sind natürlich nicht ganz so begeistert, aber es ist okay. Sie freuen sich mit dir. Mit den Gasteltern und Gastschwester Lilly hat sich die Familie schon bekannt gemacht. Sie skypen regelmäßig und das wird in den kommenden Monaten der einzige Kontakt zu ihrer Tochter sein, die an dem parlamentarischen Partnerschaftsprogramm des Bundestages teilnimmt.
Das ist das PPP-Programm des Deutschen Bundestages, das wir im Austausch machen. Dafür können Schüler aus Deutschland in die USA ein Jahr dort zur Schule gehen. Bei Gasteltern werden sie untergebracht. Im Gegenzug kommen natürlich amerikanische Austauschschüler auch zu uns, die auch bei Gastfamilien sind. Und wir als Abgeordnete werden immer gefragt, ob wir die Patenschaft übernehmen und ob wir das unterstützen. Da habe ich mich dann wieder beworben und so darf ich die Emily für ein Jahr in die USA schicken. Haben Sie schon mehrere Schüler dorthin geschickt? Also ich habe schon jedes Jahr einen Schüler oder eine Schülerin nach Amerika schicken können. Das ist immer sehr schwierig. Durch die Gesellschaft wird eine Vorauswahl getätigt. Die Schüler müssen mehrere Tests und Prüfungen ablegen. Und dann bekommt man 3 oder 5 Bewerber für die Endauswahl. Die Entscheidung ist immer sehr schwer, weil ich möchte gerne alle schicken, aber man kann sich nur für einen Bewerber entscheiden. Und so habe ich mich für die Emily entschieden. Haben Sie bei den anderen schon Rückmeldung bekommen, wie es war? Also die Schüler melden sich auch zwischendurch und melden sich auch wieder zurück. Sie kommen sehr selbstbewusst, sehr verändert zurück und sind total begeistert von dem, was sie dort erleben durften. Wenn man sich dafür bewerben will, wohin müsste man sich wenden? Das ist die PPP-Gesellschaft. Sie können sich auch bei mir melden, dann geben wir Ihnen die Adresse. Aber wichtig ist, dass Sie den Mut haben, dass Sie sich bewerben, dass Sie sagen, ich möchte das ein Jahr, weil es wird auch finanziell unterstützt, dieses Programm. Dass die Schüler sagen, ja, ich möchte das erleben und ich möchte vor allem die Sprachkenntnisse dadurch verbessern. Das Ziel des Programms ist es, dass Schüler oder Auszubildende ab einem Mindestalter von 15 Jahren das Gastland, seine Menschen und auch die Sprache näher kennenlernen. Für Emily ist es eine Herausforderung und Anerkennung. Jetzt haben wir eine Botschafterin in den USA für Blankenburg, für den Harz und natürlich für unser schönes Bundesland Sachsen-Anhalt und für Deutschland. Und das macht mich stolz und ich freue mich schon wieder, wenn wir den Empfang zur Rückkehr hier bestreiten können und dann von den vielen Eindrücken und Erfahrungen hören. Blankenburg will ja auch etwas mitgeben. Ja, wir werden dir auf die Reise einen kleinen Löwen, einen Welfi mitgeben, der dann durch die USA reist und sozusagen als Maskottchen dient und auch als Erinnerung hier an die Heimat, wenn vielleicht mal ja das Heimweh etwas größer wird. Der kleine Blankenburger Welfi soll ihr jedenfalls Glück bringen. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Ganz in deiner Nähe bringen wir die Zukunft zu dir nach Hause. Wir von Heuer und Sack bringen euch schnelles Internet, Fernsehen und Telefon. Exponatswechsel im Schlossmuseum. Eine besondere Heinrich-Urkunde kommt zurück nach Quedlinburg. Im Mittelalter galt das gesprochene Wort. Kaum jemand konnte schreiben und lesen, nicht einmal der König. Nur äußerst wichtige Inhalte wurden in Urkunden festgehalten. Eine für die Welterbestadt Quedlinburg besonders wichtige Niederschrift befindet sich ab sofort in der Sonderausstellung im Schlossmuseum Heinrich I. in Quedlinburg. Die von König Heinrich 929 ausgestellte Urkunde, welche das Wittum seiner Gemahlin regelt und die wirtschaftliche Basis des Quedlinburger Stiftes bildet, wird nun direkt aus einer klimatisierten Transportbox in die Ausstellung platziert. Die Urkunde ist heute ganz frisch aus dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt aus Magdeburg gekommen. Sie ist vom 16. September 929 und es soll
laut dem Inhalt die sogenannte Hausordnung Heinrichs sein. Also in dieser Urkunde überträgt Heinrich seiner Gemahlin Mathilde umfangreiche Güter und Orte und er regelt seine Nachfolge, und zwar, dass Otto der Erste sein direkter Nachfolger werden wird und das Reich nicht, wie es sonst üblich, unter den Söhnen aufgeteilt wird. Insofern ist diese Urkunde also inhaltlich unglaublich wichtig. Das Spannende ist, dass neue Forschungsergebnisse herausgefunden haben, dass diese Urkunde wohl eine Fälschung sein könnte von 970, denn es gibt zwei verschiedene Schreiber, das Siegel ist zweitverwendet und das Vitum, was an die Mathilde übertragen wird, wird eigentlich zur Hochzeit übertragen. Also es gibt viele Aspekte, die darauf hindeuten, dass es keine originale Urkunde von 929 ist, sondern später in Erinnerung einer Regelung von Heinrich verfasst worden ist. Insgesamt 6 Urkunden ließ Heinrich in Quedlinburg schreiben, was die Bedeutung der heutigen Welterbestadt als königliche Pfalz verdeutlicht. 2 dieser Urkunden zeigt die Sonderausstellung, jedoch nicht über den gesamten Zeitraum. Sie wird jetzt 2 Monate zu sehen sein, bis September. Das sind immer begrenzte Ausleihfristen, damit die kostbaren Objekte keinen großen Schaden nehmen. Die werden nie länger als 2, maximal 3 Monate ausgeliehen. Insgesamt ist die Sonderausstellung Heinrich I. in Quedlinburg noch bis zum 2. Februar 2020 in den Räumlichkeiten des Schlossmuseums und der Stiftskirche zu sehen. Übrigens erhalten Personen mit dem Namen Heinrich freien Eintritt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Donnerstagmorgen ist der Himmel wolkig bei 14 bis 24 Grad. In den Mittagsstunden kann sich bei 25 bis 27 Grad die Sonne noch etwas mehr durchsetzen. Abends ziehen dafür wieder mehr Wolken auf und es wird bedeckt bei 21 bis 26 Grad. In der Nacht bleibt bei 17 bis 20 Grad die dichte Wolkendecke. Der Freitag wird sehr durchwachsen mit leichten Regenschauern und strahlender Sonne bei höchstens 25 Grad. Langlauf-Elite in der Blütenstadt. Sommerleistungskontrolle am Wochenende. Auf einer Medienkonferenz im Blankenburger Rathaus wird über den Stand der Vorbereitungen für die Sommerleistungskontrolle des Deutschen Skiverbandes zum Saisonauftakt 2019/20 informiert. Wir sind ja Partner unseres Skiverbandes hier in Sachsen-Anhalt und es gibt einiges zu organisieren. Denken Sie nur an die Verkehrsführung, die es hier zu regeln gilt, die Veranstaltungsstätten, die wir zur Verfügung stellen und natürlich die vielen fleißigen Helfer, die an beiden Wettkampftagen dabei sind. Und das machen wir partnerschaftlich mit den Verantwortlichen des Organisationsbüros hier. Was bedeutet das jetzt für die Anlieger und auch vielleicht für die Verkehrsteilnehmer an diesem Tag? Na, für die Stadt ist es erstmal eine große Auszeichnung, dass wir hier die Sommerleistungskontrolle in Blankenburg haben. Und für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer heißt das in der Zeit, insbesondere am Sonntag, dass wir uns zumindest im Vormittagsbereich auf einige Verkehrseinschränkungen einstellen müssen. Und diejenigen, die sozusagen dann eigentlich vielleicht mit dem Auto unterwegs sein wollen, die laden wir herzlich aufs Veranstaltungsgelände ein, einfach dabei zu sein. Und schon geht die Zeit vorbei und man kann vor allem Sport hier in Blankenburg genießen, der erstmalig hier zu Gast ist. Für Blankenburg ist solch eine Veranstaltung ein weiteres Highlight in der Geschichte der Sportstadt. Nach den Großveranstaltungen wie Harzrundfahrten der Radsportler oder der deutschen Meisterschaften im 10.000-Meter-Lauf können sich die Blankenburger wieder auf ein hochkarätiges Event freuen. Auf interessanten Sport, vor allen Dingen eine hohe Leistungsabforderung im Crosslauf, auf der Bahn und auf der Straße mit den Skirollern. Eine wunderschöne Sache und wir freuen uns, die deutsche Spitze hier in Blankenburg zu haben. Es gibt auch noch ein großes Rahmenprogramm? Ja, auf dem ehemaligen Jahn-Sportplatz werden wir dann am 20. ab 17 Uhr ein umfangreiches für Jung und Alt Abendprogramm durchführen und wir würden uns freuen, wenn die Blankenburger und die Umgebung das auch nutzt.
Die Sommerleistungskontrolle am 20. und 21. Juli ist eine Pflichtveranstaltung für alle Nachwuchs- und Spitzensportler. Sie ist eine von 8 Wertungen, die über Qualifizierung und Nominierung für das nationale Kaderteam entscheidet. Ja, also erstmal ist diese Leistungskontrolle Bestandteil des DSV Jugendcups und Deutschlandpokals. Das ist die höchste Wettkampfserie im Skilanglauf auf nationaler Ebene im Prinzip. Und ja, dort nehmen die 16-jährigen Sportlerinnen und Sportler bis hoch zum Erwachsenenbereich teil, die dann auch bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Weltcups an den Start gehen. Und gerade für die Jugendaltersklassen ist es die Möglichkeit, sich auch für den Bundeskader zu qualifizieren oder eben für höherrangige Wettkämpfe wie die Junioren-Weltmeisterschaften beispielsweise. Wie anspruchsvoll sind die Strecken hier in Blankenburg? Ja, wir haben uns dort sehr viele Gedanken gemacht, wie wir ein attraktives und anspruchsvolles Profil erzeugen können oder heraussuchen können. Und das ist mit der Burgruine Regenstein gegeben. Also wir werden von direkt aus der Stadt ab dem Sportforum auf die Burgruine zulaufen und die Herren werden das sogar zweimal tun und haben dort wirklich einen sehr knackigen Anstieg zu bewältigen. Aber auch der Stadtkurs am Sonntag im Freistil-Rollerrennen wird nicht einfach sein. Es werden hohe Geschwindigkeiten bergab erwartet, aber auch knackige Anstiege, die dort die Sportlerinnen und Sportler zu bewältigen haben. Der ehemalige Jahn-Sportplatz mitten in der Stadt wird zum Festplatz mit zahlreichen Veranstaltungshöhepunkten. Und er ist auch Start und Ziel für den Massenlauf der Skiroller. Natürlich sind Besucher und Gäste auch an den Strecken als Zuschauer willkommen. Für den Skiverband Sachsen-Anhalt ist es eine große Anerkennung, dass die Veranstaltung zum ersten Mal in den Harz und in unserem Bundesland ausgetragen wird. Ein Dank gilt natürlich nicht nur dem Organisatorenteam, sondern auch der heimischen Wirtschaft und den Stadtwerken für ihre finanzielle Unterstützung. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden, zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, 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 mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Alt gegen neu ist das Motto der Woche, denn im EP Mediapark Schubinski können Sie von einer Top-Aktion profitieren und für Ihre Altgeräte bis zu 300 Euro bekommen. So haben Sie die Chance auf den 55 Zoll Sony Smart TV mit 4K und Ultra-HD-Funktion für nur 699 Euro und sparen durch Ihr Altgerät bis zu 300 Euro. Auch der Fernseher der Marke Grundig mit 102 cm Bildschirmdiagonale und 400 Hertz Leistung können Sie gegen ein Altgerät bis zu 150 Euro billiger bekommen. Im Hausgerätebereich gilt ebenfalls das Motto der Woche. Zum Beispiel können Sie bei einem Einbaugeschirrspüler von Siemens mit Dosierassistent und Startzeitvorwahl Ihr Altgerät für bis zu 200 Euro in Zahlung geben und damit nur noch 499 Euro zahlen müssen. Oder auch die moderne Waschmaschine von Siemens mit Nachlegefunktion und einer Füllmenge von bis zu 7 Kilo. Eines Ihrer Altgeräte kann den Preis um bis zu 150 Euro auf 449 Euro senken. Diese und weitere Top-Angebote für Inzahlungnahme bietet Ihnen der EP Mediapark Schubinski in Quedlinburg.
Alexa Prevent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Der Kunstverein Röderhof e.V. feiert am 21. Juli 2019 sein 30-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung findet um 13 Uhr am Markt in Badersleben, um 14 Uhr an der Straße der Freundschaft in Dingelstedt und um 15 Uhr im Kunstverein Röderhof statt. Am 4. August findet im Bürgerpark Wernigerode das Basteln im Gewächshaus statt. Unter dem Motto »Tritt ein, komm herein« können Sie fantasievolle Meisterwerke erschaffen. Tummeln Sie sich kreativ aus beim kunstvollen Gestalten eines eigenen Türschildes für das heimische Kinderzimmer. Das Basteln startet an dem Sonntag um 15 Uhr und endet um 16 Uhr. Das Sommerhighlight 2019 in Quedlinburg startet bald wieder. Die Quedlinburg Tourismus und Marketing GmbH und das Nordharzer Städtebundtheater präsentieren zum wiederholten Male den berühmtesten Mittelalterkrimi in der romanischen Stiftskirche auf dem Schlossberg. Es geht um Politik und Macht und eine ungewöhnliche Mordserie unter den Mönchen. Erleben Sie ein einzigartiges Mittelalterspektakel vor atemberaubender Kulisse. Tickets für die Vorstellungen erhalten Sie bei der Quedlinburg-Information am Marktplatz, an der Theaterkasse des Nordharzer Städtebundtheaters oder online unter harztheater.de und eventim.de. 24 Jahre Klassik auf dem Schloss in Wernigerode. Das Philharmonische Kammerorchester lädt Sie am 27. Juli zum Eröffnungskonzert, also der First Night der Schlossfestspiele im Jahr 2019 ein. Genießen Sie im Ambiente des Schlossinnenhofs ab 19.30 Uhr Stücke von Ludwig van Beethoven, Georges Bizet und Richard Strauss. Lassen Sie sich durch den Solisten Felix Klieser am Horn auf die Schlossfestspiele einstimmen. Die musikalische Leitung übernimmt Philipp Pavisic. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.pkow.de. Johann Wilhelm Ludwig Gleim wurde mit scherzhafter Dichtung von Wein, Weib und Gesang und weiteren sinnlichen Freuden als junger Mann gleichsam über Nacht zum Literaturstar. Mit einer neuen Ausstellung soll jenes Scherzhafte neu bewertet und gewürdigt werden. Alle Interessierten sind bis zum 15. September herzlich eingeladen, sich in den Räumlichkeiten des Halberstädter Gleimhauses einmal selbst einen Eindruck von der scherzhaften Seite der Aufklärung zu verschaffen. Es war im Juni 2014, als im Forum Gestaltung das Weverka-Archiv gegründet wurde. Der nur wenige Monate zuvor verstorbene Stefan Weverka hinterließ ein umfangreiches Werk, das seine Nachkommen der Stadt Magdeburg und da im Speziellen dem Forum Gestaltung zur Verwahrung und Erforschung überließen. Damals wurden auch finanzielle Mittel zur wissenschaftlichen Aufarbeitung gewährt, und in gewisser Weise fand ein erster Forschungsabschnitt zum Ende der Förderperiode im Jahr 2019 nun seinen Abschluss mit der nunmehr dritten Ausstellung zu Leben und Werk des umtriebigen Künstlers. Zur Eröffnung gab sich Kulturminister Robra die Ehre, der in seinem Grußwort die Ausstellung als einen bedeutenden Baustein zum 100. Bauhausjubiläum würdigte. Und in gewisser Weise stellt diese Ausstellung gemeinsam mit einer Ausstellung zur Magdeburger Reformstadt der Moderne im Kulturhistorischen Museum
einen wichtigen Beitrag zu den Feierlichkeiten zu diesem Thema in Sachsen-Anhalt dar. Und dabei kann Stefan Wewerka nur bedingt als Bauhäusler bezeichnet werden. Etwas, was die Ausstellung unter der Überschrift Erdarchitektur herausarbeiten möchte. Das erste Kapitel heißt Erdarchitektur und meint Stefan Wewerkas Haltung sozusagen, die Dinge immer als Ganzes und als komplex zu sehen. Also weniger Architektur aus Erde, sondern Architektur für die Erde und für die Menschen. Also immer so und für regionale Besonderheiten und diese Dinge. Und das unterscheidet ihn eben dann auch von diesen bestimmten dogmatischen Tendenzen, die es in der klassischen Moderne gibt und die in dieser Zeit auch nicht nur durch Stefan Wewerka versucht wurden zu überwinden und aufzubrechen. Ja. Die Kategorie Erdarchitektur dieser Ausstellung ist der Versuch der Gestalter, das auf den ersten Blick sehr unübersichtliche Werk des Künstlers zu organisieren. Und dabei legte Kurator Eisold noch drei weitere Überschriften fest, um seine Ausstellung zu strukturieren. Das zweite Kapitel heißt Fallstudien und beschäftigt sich sozusagen mit dem, was man allgemein als das Schräge oder das Schiefe bei Stefan Wewerka beschreibt. Und da ging es mir darum zu zeigen, dass diese Schräglagen im Prinzip fast alle auf einer konstruktiven Idee beruhen. Also er ist jemand, der eigentlich nicht ins Leere oder assoziativ arbeitet weniger, sondern immer eine konstruktive Idee hat und anhand dieser sozusagen Wirklichkeit umkonstruiert, sodass sie uns anders erscheint als vorher. Die dritte Abteilung beschäftigt sich mit dem, heißt Einschwinger und beschäftigt sich mit dieser zweiten Grundbewegung. Also das eine ist ja eine Gerade, also ein Fallen. Diese zweite Grundbewegung ist eine Drehbewegung, ein sich zuwenden oder wegwenden, was sich eben zum Beispiel sehr schön an seinen Designentwürfen für Stühle und Tische nachvollziehen lässt. Und was eben auch mit seiner grundsätzlichen menschlichen Haltung zu tun hat. Der vierte Bereich nennt sich Enzyklopädie und der versucht, schlägt dann nochmal eine Quersumme quasi, sozusagen bestimmte Serien, indem er bestimmte Serien zeigt, bestimmte Themen, die er zum Beispiel bearbeitet hat. Noch Anfang der 90er Jahre hat er etwa einen architektonischen Entwurf für den Pariser Platz in Berlin gemacht. Oder dann eben assoziativ versucht, Parallelen zu finden im Werk über bestimmte formale Handlungsweisen, die er sozusagen in bestimmten Genres vollzieht. Natürlich erkennt der interessierte Besucher Verbindungsstellen zwischen diesem Versuch einer vierteiligen Ordnung, denn Wewerka beschäftigte sich im Verlauf seines Lebens mit zahlreichen unterschiedlichen Sach- und Themengebieten, die sich auch gegenseitig überschnitten. Wichtig war es uns eben, die Verbindungen zu zeigen, die zwischen diesen ganz sehr verschiedenen Tätigkeitsbereichen, die das Werk oft sehr unübersichtlich machen, zu zeigen, dass diese Dinge doch zusammenhängen und aus einem Geist geschaffen worden sind. Doch sein Œuvre scheint noch viel umfangreicher zu sein als das, was nun den Weg in diese Ausstellung fand. Besonders was das grafische Schaffen Wewerkas angeht, ist noch einiges an Aufarbeitung und Forschung möglich. Das Werk ist nach wie vor, denke ich, in vielen Facetten weitgehend unentdeckt und undargestellt. Es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr großes und, wie ich finde, wundervolles und viel zu wenig beachtetes druckgrafisches Werk, was sozusagen in der Öffentlichkeit immer nur punktuell beleuchtet wird, aber nicht in seinem Zusammenhang. Das wäre vielleicht wirklich ein nächstes großes Ausstellungsprojekt für das Wewerka-Archiv, vielleicht in 3 Jahren. Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt kann erst einmal diese Auswahl aus dem übervollen Schaffen des gebürtigen Magdeburgers entdeckt werden. Allerdings muss man derzeit noch die Werke für sich allein sprechen lassen, denn erläuternde oder einordnende Texte fehlen und der zugehörige Katalog wird erst im Mai erscheinen. Die Ausstellung selbst kann noch bis zum 14. Juli besichtigt werden.